So, wunderbar. Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist Fiona Ripott. Ich bin Teil der bundesweiten Pressekoordination von Fridays for Future. Und genau, ich werde heute die Pressekonferenz zum Thema Erdgas als Brückentechnologie oder Risiko für die Energiewende führen. Und ja, vielen Dank, dass Sie da sind. Und wir werden das auch aufzeichnen, sodass man das im Nachhinein auf YouTube und auf Twitter eventuell anschauen kann. Genau, kurz zum zeitlichen Rahmen. Also die Vorstellung wird ungefähr 20 Minuten hoffentlich dauern und danach ist dann noch Zeit für Fragen. Genau, die Aufzeichnung hatte ich erwähnt und ich würde sagen, dann können wir direkt zum Inhaltlichen gehen. Ich freue mich sehr, dass Theresia Krone da ist. Sie ist Studentin aus Schwerin und engagiert sich seit Februar 2019 bei Fridays for Future. Sie ist im Zukunftsrat der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern und hat kürzlich den Vorsitz des Rates für Umwelt und Nachhaltigkeit aus Protest gegen die Unterstützung des Landes für Nord Stream 2 niedergelegt. Theresia, du setzt dich so sehr gegen Nord Stream 2 und die sogenannte Klimaschutzstiftung ein. Was stört dich so sehr an dem Projekt? Ja, also vielleicht erstmal zu den Grundlagen, was überhaupt passiert ist. Manuela Schwesig hat per Landtagsbeschluss und im Eilverfahren am 8. Januar 2021 die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV aus dem Boden gestampft. Auch wenn der Stiftungsname was anderes vermuten lässt, ist das Ziel der Stiftung, den Bau von der Gaspipeline Nord Stream 2 voranzutreiben. Eine Stiftung, die ein fossiles Megaprojekt vorantreiben soll, Klimaschutzstiftung zu nennen, ist ein schlechter Scherz. Die Landesregierung selbst begründet diese Absurdität damit, dass Gas eine Brückentechnologie sei, die wir für die Versorgungssicherheit benötigen würden. Die bereits gegründete und intransparente Klimaschutzstiftung soll mit insgesamt 60 Millionen Euro von dem russischen Staatskonzern der Nord Stream 2 AG finanziert werden. Die Nord Stream 2 AG bestimmt weiterhin den Leiter des geschäftlichen Zweigs der Stiftung sowie einige Sitze im Kuratorium. Dafür soll das Unternehmen dann Bauteile für die Fertigstellung der Pipeline erwerben können. Die Stiftung soll also als eine Art Baumarkt fungieren. Wie dabei entscheidende Sanktionen für beispielsweise Versicherungsunternehmen umgangen werden sollen, die für den Bau und den Betrieb nötig sind, bleibt auch unter Experten unklar. Wie eine Pipeline mit einem jährlichen CO2-Ausstoß von circa 100 Millionen Tonnen bis ungefähr 2050 mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbar ist, bleibt nicht nur Experten, sondern auch mir persönlich sehr unklar. Kurz gesagt, diese Stiftung ist keine Klimaschutzstiftung, sie ist eine Nord Stream-Stiftung. Die Erdgaspipeline ist hochklimaschädlich und wird jetzt durch diesen Etikettenschwindel als große Errungenschaft im Kampf gegen die Klimakrise dargestellt. Das ist nicht nur staatliches Greenwashing, es ist vor allem ein Selbstbetrug. So kurz vor der Landtagswahl geht die klimapolitische Glaubwürdigkeit der Landesregierung hier gen Null. Zugrunde dieser absurden Entscheidung liegen allerdings zwei größere Probleme unserer Gesellschaft, die immer wieder aufkommen, wenn wir über Klimaschutz reden. Erstens, das Schlagwort Klimakrise darf nicht nur fallen, wenn es gerade in die politische Agenda passt oder eben zur Vermarktung politischer umstrittener Entscheidungen dient. Die Klimakrise ist eine Bedrohung unserer Existenz. Daher brauchen wir sofortige, effektive, aber vor allem auch glaubwürdige Maßnahmen. Klimagerechtigkeit muss Priorität haben. Die Kürung von Gas als Brückentechnologie ist leider kein Alleinstellungsmerkmal der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern. Gas wird immer wieder von PolitikerInnen und fossilen Konzernen als Allheilmittel für die Klimakrise präsentiert. Dieses Narrativ blockiert eine echte Energiewende und ist nicht besonders zielführend. Da werden Ihnen aber die Wissenschaftlerinnen gleich noch mal mehr zu sagen können. Vielen Dank dir schon mal für diese Schilderung der Situation vor Ort und so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Du hast es eben schon angesprochen, es soll jetzt um die neue Studie gehen zu Erdgas, die von den Scientists for Future heute hier vorgestellt wird. Dazu freue ich mich sehr, dass Isabel Braunger hier bei uns ist. Sie ist seit 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Berlin sowie Gastwissenschaftlerin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie ist Teil der Nachwuchsforschungsgruppe Coal Exit, mit der sie zu Fragen der Energiewende auf nationaler und internationaler Ebene arbeitet. Und ihr Forschungsschwerpunkt ist eben die Umsetzung des Kohleausstiegs in Deutschland und Europa und der Ausstieg eben auch aus Erdgas. Und damit sind wir direkt beim Thema.
Isabel, du hast an der Studie maßgeblich mitgearbeitet. Was ist die Kernaussage eurer Arbeit oder was ist so ein bisschen das Fazit? Ja, erstmal danke für die Einladung und dass ihr das Treffen heute organisiert habt für das richtig wichtige Thema. Wir haben die Studie überschrieben mit der Frage Ausbau der Erdgasinfrastruktur, Brückentechnologie oder Risiko für die Energiewende. Und die Antwort auf die Frage ist eigentlich auch schon die Kernaussage von unserem Papier. Nein, Erdgas ist keine Brückentechnologie. Erdgas ist, wie es hier auch schon dargestellt wurde, ein fossiler Energieträger. Wenn wir Klimaschutzziele einhalten wollen, müssen wir aus fossilen Energieträgern aussteigen. Deswegen sind Investitionen, die heute in neue Erdgasinfrastruktur investiert oder ja, getätigt werden sollen, ökonomisch und ökologisch fahrlässig. Warum kommen wir zu der Ansicht? Zum einen ist Erdgas besteht zum Großteil aus Methan und Methan ist ein sehr stark klimawirksames Gas und dazu noch kurzlebig. Was heißt das? Ich will das gerne an ein paar Zahlen festmachen, die aus dem IPCC entnommen sind. Und zwar vergleichen die die Klimawirksamkeit von Methan und CO2 und kommen eben für den Zeitraum, wenn man einen Zeitraum betrachtet von 20 Jahren, zu dem Ergebnis, dass Methan 87 Mal stärker wirkt als CO2. Wenn man das Ganze auf einen Zeitraum von 100 Jahren betrachtet, dann sind es immer noch 36 Mal stärker. Was heißt es dann für die Nutzung von Erdgas? Wenn wir jetzt kurzfristig Erdgas als sogenannte Brücke nutzen und verstärkt den Energieträger nutzen, dann kann es eben dazu kommen, dass sich der Klimawandel beschleunigt, weil Methan eben ein kurzlebiges Gas ist. Das heißt, es wirkt insbesondere in den paar Jahren nach Emissionen sehr stark. Das heißt, wir können viel schneller an die Klimakipppunkte herankommen, was wiederum generell nicht dazu führt, dass man Erdgas als Brückentechnologie bezeichnen kann, weil die Brücke eben ins Nichts führt in dem Sinne. Wo entstehen überhaupt Methanleckagen oder Methanemissionen während des Gasverbrauches? Eigentlich entlang der gesamten Erdgasnutzungskette. Zum Beispiel durch Leckagen bei der Produktion, aber auch beim Transport oder bei der Lagerung von Erdgas. Und die Emissionen, die da entstehen, die wurden eigentlich bislang stark unterschätzt. Es gibt mittlerweile Messwerte aus den USA, die das belegen. Und zwar ist lange Zeit die dortige Umweltbehörde davon ausgegangen, dass die Leckagerate bei ungefähr 1,4% liegt. Messwerte legen aber nahe, dass der Wert doch eher zwischen 2,3 und 6% liegt. Und manche Schätzungen gehen eben noch deutlich darüber hinaus. Wenn man aber diese Methanleckagen mit einberechnet in die Klimabilanz von Erdgas, dann relativiert sich eigentlich der Vorsprung, den Erdgas im Vergleich zu Kohle zum Beispiel hat, deutlich. Und außerdem muss man dazu wissen, dass Methanemissionen ein großes Problem sind. Wir haben in den letzten Jahren, eigentlich seit 2007, einen deutlichen Anstieg der Methankonzentration in der Atmosphäre. Und der steigt nicht nur kontinuierlich an, sondern auch immer schneller. Und es gibt Studien, die eben belegen, dass bis zu 30% allein dieses Anstiegs aus der Erdgas- und Erdölförderung stammen könnte. Das heißt also, wir müssen die Methanemissionen reduzieren und nicht nur messen. Es gibt ja aktuell auf europäischer Ebene verstärkt Ambitionen, auch in Deutschland und Europa solche Messungen durchzuführen, die es in den USA bereits gibt. Und auch die Leckagen zu monitoren, aber das allein führt eben noch nicht zu einer Reduktion von Methanemissionen. Und dann, und damit möchte ich abschließen, ist es ja nicht so, dass nur Methanemissionen ein Problem sind bei der Nutzung von Erdgas, sondern eben auch die CO2-Emissionen, die bei der Verbrennung entstehen. Und wenn man sich Klimaschutzszenarien anschaut,
die 95, das 95% Ziel, Reduktionsziel berücksichtigen, dann kann man erkennen, dass eben die Erdgasnutzung bereits in den nächsten Jahren bis 2030 deutlich sinken muss. Und die meisten dieser Szenarien berücksichtigen noch nicht mal Methanemissionen. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass wir deutlich schneller die Reduktion von Erdgas reduzieren, die Reduktion von Erdgas umsetzen müssen, als wir bisher annehmen. Danke. Ja, vielen Dank dir für diese Ausführung. Ist ja auch sehr schön kurz gehalten, das ist auf jeden Fall gut. Genau, als zweite Vertreterin von den Scientists for Future haben wir Dr. Manuela Troschke eingeladen. Sie hat an der LMU München promoviert und ist vor allem mit den ökonomischen Folgen solchen Projekts wie Nord Stream 2, aber auch anderen Erdgasprojekten vertraut. Viele Jahre war sie zu Energie- und Umweltfragen auch im Ausland aktiv und jetzt ist sie unter anderem für Scientists for Future, aber auch als Botschafterin des Klimapakts der Europäischen Union aktiv. Vielen Dank auch dir, Manuela, dass du da bist. Ich habe eben schon angesprochen, du hast vor allem die ökonomischen Risiken von Erdgasvorhaben im Blick. Das ist ja auch Teil eurer Studie. Inwiefern stellen fossile Gasprojekte, die vielleicht als Klimakiller bekannt sind, aber ja nicht als Wirtschaftskiller, ein ökonomisches Risiko dar? Ja, danke. Danke für die Frage und danke für die Einladung. Ich nehme mal die Position einer Bank ein, die viele von uns ja sicher gut kennen. Da gibt es ein schönes Sprichwort, gutes Geld schlechtem hinterherwerfen. Gutes Geld ist Geld, das in Projekte fließt, die sich rechnen, die sich amortisieren, wo die Unternehmen Gewinne machen und das Geld fließt auch an die Bank zurück. In solche Projekte investiert man gern. Schlechte Projekte oder schlechtes Geld ist Geld, das Banken in Projekte investiert haben, die sich nicht rechnen werden, aller Wahrscheinlichkeit nach, die keine Gewinne erwirtschaften, die ausreichend sind, um das Geld wieder reinzuholen, was die Bank in diese Projekte gestellt hat. Um zu beurteilen, ob es sich jetzt um gutes oder schlechtes Geld handelt, muss man natürlich viel wissen über die Märkte, über den Zeithorizont. Im Fall von Gas sprechen wir ja hier von Dekaden. Und jedes Wissen, was sich da ansammelt, muss in diese Beurteilung mit eingehen. Und im Moment wird jedes Geld, was in Gasinfrastruktur investiert wird, zumindest zu großen Teilen ein gutes Geld, das schlechten Geld, das heißt verlorenen Investitionen, hinterhergeworfen wird. Nun kann man natürlich die Energiewirtschaft nicht mit kommerziellen Projekten vergleichen wie der Entwicklung von neuen Kaffeebechern. Energiewirtschaft ist eine staatliche Aufgabe. Energie soll für jeden Bürger an jedem Ort, zu jedem Zeit, zu einem erschwinglichen Preis bereitstehen. Das heißt, energiepolitische Entscheidungen, auch Investitionsentscheidungen, behalten immer eine politische Komponente. Der Staat hilft mit, in Anführungsstrichen, sei es durch politische Dialoge, sei es auch auf europäischer Ebene, sei es durch direkte oder indirekte Subventionierung oder dadurch, dass er Stadtwerke zum Beispiel unter seine Fittiche nimmt. Tatsächlich war ja früher die Energieversorgung eine rein staatliche Aufgabe. Die wird jetzt zunehmend privatwirtschaftlich organisiert. Aber wie wir alle wissen, Stadtwerke gehören in der Regel 100% zu kommunaler Hand. Das heißt, der Staat nimmt hier viel Geld in die Hand. Der Staat sind wir, Steuergeld. Und Unternehmen, die sozusagen in Projekte investieren, die sich nicht rechnen werden, haben sehr gute Aussichten, dieses Geld, das heißt ihre Verluste, die sie produzieren werden, wieder auch dem Staat, das heißt dem Steuerzahler, aufzubürden. Dazu kommt, das wissen wir seit den Braunkohleverträgen, dass Unternehmen, bestimmte Unternehmen, ausländische Investoren auch die Möglichkeit haben, sich ihre Rechte, den Kompensationen entgehender Gewinne, auch wieder einzuklagen. Das heißt über Staat-Investor-Klagen, die der Staat in der Regel verliert, weil er nicht die Kenntnis hat über entgehende Gewinne und Kostenstrukturen, die die Unternehmen selber haben. Das ist eine zweite Komponente, ein zweites Risiko. Mit dem, was wir jetzt wissen, was meine Kollegen Ihnen auch vorstellen, dass ich natürlich unbesehen glaube, beziehungsweise besehen, wie wir Wissenschaftler das eben machen. Mit diesem Wissen müssen wir einfach im Moment zu dem Schluss kommen,
Banken würden einen Großteil dieser Projekte, hier wurde ja schon die Pipeline Nord Stream angesprochen, aber auch andere Flüssiggasterminals, viele Gaskraftwerke, schlichtweg nicht mehr finanzieren. Sie würden aussteigen. Und das ist sozusagen unsere Konsequenz aus unserer Forschung, die wir gemacht haben. Es wäre jetzt an der Zeit für den Gesetzgeber, auch hier zu intervenieren und sich auch über das Schaffen entsprechender Rahmenbedingungen zurückzuziehen, um zu verhindern, dass gutes Geld, was nämlich in erneuerbare Energien gehen würde, jetzt schlechtem Geld, das quasi schon in den Sand gesetzt wurde, hinterhergeworfen wird. Super, vielen Dank. Genau, zuletzt haben wir noch Professorin Claudia Kempfert bei uns zu Gast. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Außerdem ist sie Professorin an der Leuphana-Uni in Lüneburg und vermutlich auch allgemein bekannt. Und durch Nord Stream 2 war sie auch kürzlich häufig in der Presse zu sehen. Jetzt haben wir schon einiges zur Studie und den Risiken, die fossiles Erdgas mit sich bringt, gehört. Es wird dennoch auf das Argument gebracht, Erdgas sei nicht nur für die Versorgungssicherheit, sondern auch für die Infrastruktur von Wasserstoff und synthetischen Gasen wichtig. Was habt ihr dazu in der Studie formuliert? Ja, vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein darf. Danke auch an die Kollegin von Scientists for Future für die tolle Arbeit, die Erstellung dieser Studie. Und danke auch für die Frage. Wir haben ja eben schon gehört, dass wir, wenn wir Klimaschutzziele erreichen wollen, den Anteil von fossilem Erdgas reduzieren müssen, wir ausreichend Infrastruktur haben, die wir auch nutzen können, um eben auch die Klimaziele zu erfüllen und nicht noch weitere Pipelines oder LNG-Terminals brauchen. Das Thema Wasserstoff kommt insofern ins Spiel, als dass wir in der Tat im Zuge einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, also der Herstellung von Strom aus erneuerbaren Energien, auch erneuerbarer Wasserstoff, das heißt mittels Elektrolyse und Wasser hergestellten und Strom hergestellten Wasserstoff, eine entscheidende Rolle beimessen. Das ist auch so, weil wir ja einen Langfristspeicher auch brauchen für zum Ausgleich der Volatilitäten mit erneuerbaren Energien, aber auch zum Beispiel als Grundstoff für die chemische Industrie nutzen können. Aber da muss es wirklich darum gehen, dass wir über erneuerbaren Wasserstoff sprechen, das heißt aus erneuerbaren Energien hergestellter Wasserstoff. Die Argumente, die jetzt hier angebracht wurden, dass wir hier eine existierende fossile Erdgas-Pipeline oder andere Pipelines dafür nutzen können, um Wasserstoff zu produzieren, muss man, das wurde ja eben auch schon gesagt, energiewirtschaftlich und klimapolitisch hinterfragen. Das hat zwei Gründe. Das erste ist, dass es nicht so ohne weiteres möglich ist, existierende Pipelines einfach für Wasserstoff zu nutzen. Dafür braucht man andere Anforderungen. Es wäre eine Umnutzung, eine Umwidmung notwendig. Auch da gibt es aktuelle Forschung dazu, abgesehen auch von dem Speicher, der dann auch andere technologische Anforderungen erfordert. Und das ist das eine. Das zweite ist, wenn wir jetzt über die aktuelle Pipeline Nord Stream 2 sprechen, muss man ja anschauen, ob überhaupt Russland in entscheidendem Maße erneuerbaren Wasserstoff produzieren kann. Da ist eher ein großes Fragezeichen zu setzen, weil wir eher davon ausgehen können, den existierenden Strommix uns anzuschauen. Das ist in erster Linie Kohle, Atom und fossile Energien. Und das bedeutet eben, dass wir hier nicht wirklich einen nachhaltigen Wasserstoff importieren würden, sondern hier eher klimaschädliche Emissionen produzieren. Und aus dem Grund muss man da sehr vorsichtig sein. Und auch gerade die Argumentation, man könnte es einfach dafür nutzen, ist hoch problematisch. Ohnehin ist ja offen, über welche Mengen wir überhaupt sprechen können. Auch die nationale Wasserstoffstrategie sieht ja vor, dass es hier nicht große Mengen gibt. Aber hier ist auch problematisch, dass explizit die Nutzung von nicht erneuerbarem Wasserstoff
zum Beispiel aus fossilen Quellen nicht explizit ausgeschlossen wird. Das heißt, wenn man dann tatsächlich über Wasserstoff spricht oder das auch vorhat zu importieren, muss man sicherstellen, dass es tatsächlich aus Klimagründen, aus energiewirtschaftlichen Gründen erneuerbarer Wasserstoff ist. Und das würde eben bedeuten, dass man wirklich in großen Mengen auch Ökostrom zur Verfügung haben muss, um diesen Wasserstoff herzustellen. Bei nicht erneuerbarem Wasserstoff können wir deutlich sagen, es ist nicht CO2-neutral und würde damit eben auch noch zu mehr Emissionen beitragen. Und ein letzter Punkt auch noch von dem Import von Wasserstoff. Auch dazu haben wir uns in der Studie geäußert. Da muss man auch kritisch bewerten, dass der Import von erneuerbarem Wasserstoff auch zum Beispiel jetzt aus Entwicklungs- und Schwellenländern kritisch zu bewerten geht. Hier gibt es ja auch besonderen Blickwinkel auf soziale, auf Nachhaltigkeitsfragen, wenn man zum Beispiel auch in Entwicklungsländern an das Wasserthema denkt, also Wasserknappheit, die da ist und die dann eher noch durch die Produktion von Wasserstoff verschärft werden kann. Oder ein anderes Beispiel, dass man in einem Entwicklungsland Wasserstoff aus erneuerbaren Energien produziert für den Export, also zum Beispiel, um es nach Deutschland zu transportieren, aber im eigenen Land dann Kohlestrom oder Atomstrom nutzt. Das ist auch hochproblematisch. Diese Kriterien müssen erarbeitet werden, wenn es wirklich darum geht, nachhaltigen, erneuerbaren Wasserstoff zu importieren. Also insofern geht aus unserer Sicht kein Weg daran vorbei, ein vollständig auf erneuerbaren Energiesystemen zu haben, wo man auch Wasserstoff nutzen wird im begrenzten Umfang, aber der muss zwingend aus eben Nachhaltigkeits- und Klimaschutzgründen aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Danke. Ja, herzlichen Dank an euch alle drei, dass ihr eure Erkenntnisse hier vorgestellt habt. Nun aber nochmal vielleicht zurück zum politischen Kontext. Das war jetzt die wissenschaftliche Seite oder Einordnung. Doch was bedeutet das jetzt für Fridays for Future? Was sind die Handlungsschritte für die Aktivistinnen, aber auch für die Politik, die daraus folgen? Dafür ist Helena Marshall bei uns. Sie ist ebenfalls seit 2019 Aktivistin bei Fridays for Future und unter anderem durch den Auftritt bei der Siemens-Hauptversammlung bekannt geworden. Helena, was schließt du bzw. Fridays for Future jetzt für Schlüsse aus diesen Erkenntnissen? Nice, vielen Dank und schön, dass ich auch hier sprechen darf. Ich bin tatsächlich vor 2 Jahren das erste Mal mit Fridays for Future Aktivistinnen unter dem Motto Unite Behind the Science auf die Straße gegangen. Wenige Monate später, Anfang 2019, haben sich ja dann über 26.000 Wissenschaftlerinnen hinter unsere Proteste gestellt. Und dennoch müssen wir jetzt gut 2 Jahre später noch für simple Anerkennung von wissenschaftlichen Fakten und die Umsetzung von wissenschaftlichen Ratschlägen protestieren. Und das erstmal ziemlich krass. Allerspätestens aber mit den heutigen Erkenntnissen ist wirklich unwiderruflich klar, Gas ist keine Brückentechnologie und Nord Stream 2 darf nicht fertiggestellt werden. In den vergangenen Monaten haben wir aber nicht nur in Bezug auf Nord Stream 2 vermehrt den Mythos des sauberen Gases als Brückentechnologie immer wieder zu hören bekommen. Die Wahrheit ist, Erdgas treibt die Energiewende nicht voran, sondern blockiert sie weiter. Die Studie, die hier heute vorgestellt wurde, verbirgt aber keine brandneuen Erkenntnisse, sondern basiert auf dem, was eigentlich schon lange bekannt ist. Im Jahr 2021 neue fossile Infrastruktur zu bauen, während die Welt bereits mitten in der Klimakrise steckt, ist weit mehr als nur unverantwortlich. Und weil sich die heutigen EntscheidungsträgerInnen in Politik und Wirtschaft einer Welt ohne fossile Energien noch nicht mal vorstellen können, klammern sie sich an Technologien von gestern und sabotieren dabei die Energiewende und eine lebenswerte Zukunft für meine Generation. Trotz der klaren Faktenlage trauen sich PolitikerInnen bei fossilen Gasprojekten von Klimaschutz zu schwafeln und trotzdem versuchen Firmen, die Ausbeutung von Umwelt und Klima als Teil der Energiewende zu verkaufen. Nord Stream 2 ist da gerade das prominenteste Beispiel für diese unehrliche und gefährliche Praxis. Doch es geht nicht nur um eine Pipeline. Deutschlandweit sind gerade Erdgasprojekte im Wert von 14 Milliarden Euro in der Planung und im Bau. 14 Milliarden Euro werden für Pipelines und LNG-Terminals ausgegeben, die niemand braucht und die eine Laufzeit von vielen Jahrzehnten länger haben, als wir es uns überhaupt leisten können. Meinen wir es ernst mit der Bewältigung der Klimakrise, dürfen die heutigen Gasprojekte nicht zu Ende gebaut werden. Und es dürfen keine neuen fossilen Infrastrukturen mehr finanziert werden. Dabei ist es auch komplett zweitrangig, welche Verträge bereits mit fossilen Unternehmen geschlossen sind
um unsere eigenen Klimaziele und das Pariser Abkommen einzuhalten, kann es kein Weiter-so mehr geben und erst recht kein Leugnen von klaren wissenschaftlichen Erkenntnissen. Am Dienstag werden Theresia und ich zusammen mit anderen Aktivisten und WissenschaftlerInnen uns mit Manuela Schwesig und anderen Vertretern der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern treffen, online, um über Nord Stream 2 zu sprechen. Wir wollen in direkten Austausch treten, um unsere Enttäuschung klarzumachen, aber auch, um über die Inhalte der heute vorgestellten Studie zu sprechen. Ich möchte aber an dieser Stelle schon mal ganz klar machen, ein Austausch beinhaltet ja erstmal nur Wörter und es zählen halt die Taten, die diesen dann folgen. Über den Ausgang des Gesprächs werden wir auch natürlich dann im Anschluss berichten. Die Notwendigkeit für den Ausstieg aus fossilen Energien stellt eben gerade das dar, einen Ausstieg aus allen fossilen Energien inklusive Erdgas. Wer sind also der Chef von der Europäischen Investitionsbank meint, Gas is over, und John Kerry bei Gas von Stranded Assets spricht, klammern sich deutsche EntscheidungsträgerInnen an dreckige Pipelines und Terminals. Für uns ist ganz klar, und dafür werden wir auch im nächsten Jahr immer wieder streiten, Nord Stream 2 darf nicht fertiggestellt werden, die EuGel-Pipeline darf nicht fertiggestellt werden und es dürfen auch keine neuen Flüssiggas-Terminals mehr gebaut werden. Und da werden wir auch immer wieder für auf die Straße stehen, Corona-konform, aber immer wieder. Genau. Vielen Dank. Wunderbar, danke schön. Dann sind wir am Ende der Vorstellung angekommen und ich bedanke mich schon mal und ich würde an dieser Stelle die Aufzeichnung stoppen.